Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Book of Unwritten Tales 2 auf dem Kanal von Kaffeebech-LP mit mir, dem Gorobai und Wilbo. Wir sind ja hier im düsteren Wald gewesen, da wurden wir ja gefangen genommen von dem anderen Gnomen. Jetzt gehen wir hier lang. Wir werden uns wahrscheinlich jetzt richtig krass verlaufen. Der Wald ist hier schon unheimlich genug, aber da wird er noch gruseliger. Ich wette, das böse Herz des Waldes liegt irgendwo dort in der Richtung. Ja, dann gehen wir doch mal da rein. Wenn Timmy und Esther von den Monstern erwischt wurden, sind sie vermutlich dorthin gebracht worden. Auf, Wilbur. Ja, ja. Zumindest der Werwolf scheint da zu sein. Sehr gut. Richtig, richtig. Der Werwolf ist da im tiefen Wald. Und wo der Werwolf ist, könnten auch meine Freunde sein. Also auf. Genau. Oh Mann! Jetzt geh doch da rein! Ich will den beiden ja helfen, aber da ist ein Werwolf und ich bin unbewaffnet. Es bringt einfach nichts, wenn ich mich zerfleischen lasse. Damit wäre niemandem geholfen. Naja, bis auf den Werwolf vielleicht. Ich brauche eine Waffe, mit der ich mich gegen den Werwolf verteidigen kann. Eine Waffe, okay. Jetzt speichert er quasi wieder automatisch. Gehen wir mal hier lang. Der Wald war also nicht nur eine Holzquelle für die Dorfbewohner. Sie haben auch Lehm abgebaut. Ah, gut zu wissen. Schwer zu sagen, was den Brennofen zerstört hat. Und wann? Könnten Zeit, Wind und Regen gewesen sein. Vielleicht aber auch Tiere oder andere Dinge. Ich schätze, früher wurden die Ziegel direkt hier im Wald gebrannt. Macht ja auch Sinn. Nicht nur, dass man hier ausreichend Feuerholz hat. Der Lehm ist sehr feucht und beim Brennen verliert er viel Gewicht. Warum sollte man all das Wasser ins Dorf schleppen, nur um es da verdampfen zu lassen? Smart, 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 die Leuten. Die Leuten. Hier ist die Presse. Sieht aus wie eine Art Presse. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass damit die Lehmziegel in Form gepresst wurden. Das Scharnier ist verrostet. Wenn ich die Presse mit Gewalt betätige, könnte sie kaputt gehen. Besser, ich repariere sie erst. Nimm die Presse. So, jetzt haben wir scheinbar die Lehmpresse. Ach ja, wir haben das blutbekleckerte Dings. Können wir das mit irgendwas kombinieren hier? Nee, und einen dünnen Holzstab haben wir auch noch. Was gibt's hier sonst noch? Okay, da gibt's... Ob die Dorfbewohner zu tief gegraben und dabei einen Schrecken... Wenn, muss der Schrecken ganz dicht an der Oberfläche geschlafen haben. Ich sollte selbst mit bloßen Händen einen ordentlichen Lehmklumpen lösen können. Ja, kein Problem. Kein Problem für Wilbur. Können wir das jetzt pressen? Das Scharnier der Presse ist beschädigt. Ich würde sie nur endgültig ruinieren. Okay, kann ich das dann mit was anderem kombinieren? Betrachte die Schürfstelle. Wie es aussieht, wird hier schon seit Jahren kein Lehm mehr abgebaut. Und der Regen wird dafür sorgen, dass hier in ein paar Jahren nicht mehr viel zu sehen sein wird. Okay, ja, dann war's das jetzt hier, was wir hier machen können. Wilbur? Komm, wir gehen. Hier gibt's ja nichts mehr. Außer, dass du weitergehen kannst. Jetzt müssen wir halt zurückfinden. Gehen wir mal hier lang. Diese Steinköpfe findet man überall in Aventasien. Sie sind uralt und niemand weiß, wer sie erschaffen hat. Okay, gehen wir hier lang. Müssen wir demnächst mal rausfinden. Die Falle ist unter dem Laub nicht zu sehen. Ein gutes Stück Gnomentechnologie. Kompliziert und mehr oder weniger funktionstüchtig. Na dann, gehen wir mal hier lang. Warum hat er jetzt einen Schreck gekriegt? Ich weiß nicht, ob mir das leuchtende Moos gefällt. Es spendet etwas Licht, das ist gut. Aber es sieht auch ziemlich unheimlich aus. Hat er gerade einen Schreck gekriegt? Okay, gehen wir jetzt mal hier lang. Da gibt es auch noch was zu betrachten. Hier sind mehrere Äste abgeknickt. Und hier? Oh Mann, ein paar Fellfetzen. Sie sehen genauso aus wie die oben am Lagerfeuer. Der Werwolf muss auf Timmys Fährte sein.
Hoffentlich war der Kleine längst weg, als der Wolf hier vorbeikam. Hoffen wir das mal. Laufen wir mal hier lang. Okay, das sieht irgendwie so aus, wie das, wo ich gerade war. Gehen wir wieder da lang. Wo sind wir eben lang gegangen? Hier, ne? Dann gehen wir mal hier lang. Okay, gehen wir nochmal zurück. Dann gehen wir hier lang. Ja, hier lang. Die Falle. Der Kopfgeldjäger hat die Falle nicht deaktiviert. Vermutlich hofft er auf einen Zufallsfang. Ich sollte mich von der Stelle fernhalten. Es könnte lange dauern, bis mich dieses Mal jemand befreit. Gut, dann halten wir uns mal fern und gehen hier lang. Dann hier lang. Und dann müsste das hier raus aus dem Wald gehen. Guckt mal, Leute. So schwer war das nicht. Zerschlage. Was war das? Die Kleider. Was weiß ich. Wenn man einen Knoten nicht öffnen kann, dann kann man ihn vielleicht zumindest zerschneiden. Sehr gut. Das war's. Sehr, sehr gut. Können wir das mit irgendwas kombinieren jetzt? Knote die Wäscheleine an den Holzstab. Das Einzige, was nützlicher als ein Bindfaden oder ein langer Stock ist, ist ein langer Stock mit einem Bindfaden dran. Solche Angeln bieten das Beste aus beiden Welten und man kann so ziemlich alles damit machen. Angeln zum Beispiel. So, das sollte ja wohl jetzt kein Problem sein, nicht so wie im letzten Kapitel, hoffe ich. Presse den Lehm. Okay, da war ja das Scharnier kaputt. Gehen wir rein hier beim Bürgermeister. Vielleicht hat er ja gerade ein Scharnier da. Hallo. Ja? Wegen des Detektors. Wie war das noch mit der Armbrust und den Wolfspelzen? Achso, ja, auf stimmt. Wieder. Ich muss die Wolfspelze finden, vielleicht weiß sie ja Rat. Hallo. Ich brauche Silber, um mich gegen Werwolf verteidigen zu können. Ich bräuchte den Wolfspelz. Der Wolfspelz, den Sie da haben, können Sie ihn mir geben? Warum? Such dir selber einen. Aber ich brauche ihn. Eigentlich sogar 10. Und ich? Soll ich frieren, nur weil du einen Pelz brauchst? Ich könnte dir diese Decke im Tausch gegen den Wolfspelz anbieten. Wenn Ihnen kalt ist, kann ich Ihnen diese schöne Wolldecke anbieten. Danke, aber mit dem Pelz geht's. Ja, aber... Ich brauche das Fell ganz dringend. Ich weiß nicht, ob Ihnen das Fell steht. Das hier ist eine ganz besondere Decke, eine Superdecke. Finden Sie nicht, dass das Fell ein wenig seltsam aussieht? Du meinst... Naja, ich weiß nicht. Schick ist es nicht. Aber Felle sind doch so flauschig. Egal, was die blöden Tierschützer sagen. Ich komme aus Seefels. Dort decken sich die Damen die Beine mit Wolldecken zu. Tatsächlich? Da fällt mir gerade ein, Vladi hat die Wölfe in einem seiner Briefe mal seine Kinder der Nacht genannt. Da wollen Sie sich doch bestimmt nicht mit einem Wolfsfell über den Beinen erwischen lassen, oder? Ich hätte hier eine schöne Wolldecke im Angebot. Viel besser. Sehr gut. Hier haben wir einen Wolfspelz. Ich hoffe nicht, das wird wohl nicht rein. Schauen Sie hier, ein Wolfsfell. Fehlen noch 9 Wolfsfelle. Sie haben es sich gar nicht angesehen. Es war ein Wolfsfell. Fehlen noch 9. Super, ich muss 9 Wolfsfelle finden irgendwie. Wo auch immer die zu finden sind, vielleicht hier irgendwo. Betrachte das Feuer spendet Wärme und Licht. Die Leute hier im Düsterwald müssen eine unglaublich hohe Holzrechnung haben. Vielleicht kann ich das Lehm brennen. Hier die Angel irgendwas angeln. Okay, dann gehen wir wieder. Dann habt ihr mein Geld nicht verdient. Die Wand des Ladens wurde nur notdürftig vernagelt. Kopflose Reiter oder ein Werwolf würden sich von den paar kleinen Brettern bestimmt nicht aufhalten lassen. Das weiß der Bürgermeister wahrscheinlich nicht. Die Wand des Ladens wurde nur not...
Na dann, können wir mal mit der Leiter durch hier. Mit der Axt. Löse die Bretter mit einem Pfeil. Vielleicht kann mir das helfen. Jo, und jetzt? Jetzt ist halt die Frage, was soll ich tun? Jetzt habe ich das hier aufgemacht. Ich kann nicht sehen. Der Wolfspelz liegt genau vor dem Loch. Dann kann ich den ja nehmen. Muss ich das ja nur 9-mal machen? Hab ihn. So. Dann machen wir das mal so. Ich habe hier noch ein Wolfsfell für Sie. Mensch, das war ja einfach. Anderes. Großartig. Fehlen noch 8 weitere Wolfsfälle. Aber selbstverständlich. Kleinen Augenblick. Ah, das macht er zum Glück alleine. Damit wären es 10. Und? Hast du während der Erfüllung der Quest Erfahrung gesammelt? Ja. Generisch, was war das? Generische Sammelquests machen keinen Spaß. Nein, ich habe gescheatet. Ja, niemand hat Spaß an generischen Sammelquests. Es schlägt die Zeit tot. Und kommt es darauf nicht an? Eigentlich nicht. Hier ist deine Armbrust. Ah, sehr gut. Damit habe ich alles, um endlich tiefer in den Wald vordringen zu können. Wünschen Sie mir Glück? Das tue ich. Und du wirst es brauchen. Der hat ja keine Ahnung. Wir sind da so schnell durch den Wald. Atemlos durch den Wald. Bis der Wilbur einen knallt. Los geht's. Die Armbrust alleine hilft mir gegen den Werwolf nicht weiter. Ich brauche noch einen Bolzen aus Silber, bevor ich mich dort hineinwagen kann. Am Arsch, Wilbur. Am Arsch, sag ich dir. Ein Bolzen aus Silber. Wir haben Bolzen hier und wir müssen jetzt irgendwie Silber machen. Den Sand muss ich irgendwo reinlegen. Hier gibt es gerade nichts. Vielleicht ein bisschen Diarat hier oben. Ich könnte hier brenne den Lehmklumpen, genau. Bevor ich den Lehm brenne, sollte ich ihn erst einmal in eine Form bringen, die sich zu behalten lohnt. Ja, irgendwas, womit ich eine Spitze machen kann. Vielleicht weiß er ja Rat hier. Nate kann die Presse reparieren. Hey, Nate! Ich habe im Wald eine kaputte Lehmpresse gefunden. Kannst du sie reparieren? Das war's schon? Wow, du bist schnell. Wow. Presse ihn nehmen. Ein perfekter Lehmziegel. Sehr gut. Kann ich jetzt den Bolzen reinmachen? Ein absolut perfekter Abdruck des eisernen Bolzens. Besser, ich stecke den Abdruck nicht in meine Tasche. Er könnte sich verformen. Okay, jetzt brauche ich irgendwie Silber. Aber hier in der Nähe kann ich ihn benutzen, wenn ich ganz vorsichtig bin. Den können wir brennen jetzt. Also schön. Ein Abdruck eines Armbrustbolzens für die Ewigkeit. Das ist das Wasser aus dem Lehm. Der Block war ziemlich feucht. Der Block hat sich verformt und wenn mich nicht alles täuscht, ist er um mindestens ein Drittel seiner ursprünglichen Größe zusammengeschrumpft. Oh nein, das sieht bestimmt ganz schlecht aus jetzt. So kann ich mit dem Abdruck des Bolzens nichts anfangen. Er ist nun kleiner, als er sein sollte, und obendrein auch noch krumm und schief. Schade. Das war nicht so gut. Der Steinbecher würde das Feuer locker aushalten. Aber was bringt es mir, ihn zu erhitzen?
Ja, das weiß ich auch nicht. Gucken wir dann mal, ne? Also hier der Lehmziegel, es hat's nicht geschafft. So kann ich mit dem... Schade. Vielleicht weiß Gulliver jetzt am Rad. Jedes Mal, wenn ich ihn... Achso. Nate hat ihn... Manchmal ist es... Ja, dann, hat das wohl so nichts gebracht. Und geh zu dem Pfad, der in den Wald führt. Ist das irgendwie so? Achso, kann man direkt... Ich brauch... Achso, ja, wir brauchen ja noch den Bolzen aus Silber. Dann gehen wir mal hier lang. Weil hier konnte ich ja dann nochmal Leben nehmen, oder? Ist das nicht möglich? Come on, Leute. Es muss doch möglich sein, hier noch mehr Leben abzuholen, oder? Hm. Gut, das hat mich jetzt natürlich ein bisschen überrascht. Ich dachte, jetzt könnte ich mir nochmal 9 Leben holen. Das war dann natürlich falsch. Falsch gedacht. Hm. Vielleicht weiß er ja jetzt doch Rat. Hallo. Ja? Achso, ja, der Detektiv. Ich hoffe. Sie weiß jetzt wahrscheinlich auch keinen Rat mehr, oder? Hallo. Hm? Ich brauche Silber, um mich gegen einen Werwolf zu verteidigen zu können. Haben Sie vielleicht etwas Silber? Dann könnte ich einen Silberbolzen machen und mich so gegen den Werwolf verteidigen. Was interessiert mich der Werwolf im Wald? Ich will ins Schloss. Das ist die andere Richtung. Ja, aber wenn der Werwolf aus dem Weg geräumt ist, kann ich mich um den kopflosen Reiter kümmern. Und wenn der weg ist, bringt uns der Bürgermeister zum Schloss. Ziemlich weit hergeholt. Da inszeniere ich lieber eine Kleidungsfehlfunktion und überzeuge den Trottel damit, alles für mich zu tun. Allerdings ist das ein gewisses Risiko. Ich habe Fladdy geschrieben, ich sei eine tugendhafte Jungfrau. Haben Sie nun Silber oder nicht? Natürlich besitze ich Silberschmuck, aber nicht für deine Spielereien. Wenn Sie mir etwas Silber geben, kann ich den Grafen damit ein Zeichen geben. Ich glaube, es gibt einen Weg, den Grafen von Ihrer Anwesenheit im Dorf in Kenntnis zu setzen. Ja? Alles, was ich dafür brauche, ist ein wenig Silber. Wozu? Ich gebe ihm einfach Lichtsignal. Morsecode, verstehen Sie? Wenn ich einen richtig, richtig guten Spiegel hätte, würde das Mondlicht dafür ausreichen. Und nichts spiegelt Mondlicht besser als Silber, wie jedes Kind weiß. Klar, man sagt ja auch, der Mond schien silbern und sowas. Richtig. Ich würde das Silber einschmelzen und auf eine Glasscheibe dampfen. Verdammt clever. Wie viel Silber brauchst du? Etwa so viel, wie man für einen Armbrustbolzen aus Silber bräuchte. Naja, wenn alles läuft wie geplant, habe ich bald Truhen voll von dem Zeug. So, dann kriegen wir Ohrringe. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Es ist wichtig. Ich muss meine Freunde retten. Bis dann. Hm, ein warmer Kakao. So, dann können wir das jetzt einschmelzen nochmal. Versuchen wir es nochmal einzuschmelzen jetzt. Oben bei Gulliver. Dank Nate ist die alte Lehmpresse wieder voll funktionstüchtig. Ja, das ist nur doof, weil der Lehmdings weg ist, ne? Nimm glühende Kohlen, betrachte das Feuer. Ist das Lehmding jetzt weg? Jetzt liegt er auch drin, ne? Hallo? Man kann damit. Tun wir das Silber mal hier rein? Der Becher ist fast voll mit Silberschmuck. Sah erst gar nicht nach so viel aus. So, jetzt ist der mit Silberschmuck gefüllt und jetzt tun wir den da rein. Silber schmilzt erst bei hohen Temperaturen. Das Feuer dürfte dafür also besser geeignet sein. Ja, dann stell den doch mal ins Feuer. Mal schauen, was passiert. Sogar heiß genug, um das Silber im Becher zu schmelzen. Findest du das geschmolzene Silber? Und jetzt müsste ich das eigentlich in die Form gießen. Die ich jetzt natürlich nicht mehr habe. Wie scheiße ist das denn? Wo ist der Lehmdings denn? Betrachte reparierte Lehmpresse. Der liegt da drin, aber ich kann den ja nicht rauskriegen. Hallo? Lehmpresse ist voll funktionstüchtig, ja. Aber da liegt das Ding drin.
Das Lehmpressding. Man kann damit Lehm und an. Dank Nate ist. Man kann. Dank. Ja, und das ist doch scheiße. Hallo? Das ist doch richtig doof jetzt. Darunter geht's zum Tonstollen. Gehen wir mal da einmal nochmal schnell hin. Ich denke zwar nicht, dass es was bringt, weil ich da wahrscheinlich nicht nochmal Ton abbauen werden. Nee. Das ist doch doof. Mensch, Leute. Gut, ich finde das heraus und wir sehen uns in der nächsten Folge. Also, bis dann, Leute. Euer Gumai. Ciao.